So, und weiter geht's mit einer neuen Runde auf der Dragon Crusade. Ich habe jetzt gerade noch ein paar Dinge erwartet. Diese Ultra-Pet-Boxen, 20 Stück. Bin mal gespannt, was rauskommt. Nice. Ich würde sagen, die Anarchy-Chips brauche ich am meisten. Die anderen Sachen sind halt, ja, optional. Pene-Rate 5%. Okay. All-Stats 1. Nice. Na komm, irgendwas Cooles. Traublack 2 reicht nicht. Ich brauche das mit 25 oder so. Okay, war trotzdem ganz nice. Jetzt lagern wir mal ganz kurz schnell das andere Pad hier weg. So. Ne, nicht das Ding hier. Ultra Pad Butchery, genau. Ich überlege gerade, ich meine, das ist 5% Pene Red Pad. Ich werde es ja nie nutzen, deswegen weg damit. So. Okay, 7 Anarchy Chips sind 7 Perlen quasi. Das ist nicht schlecht. Okay. So, erste Aktion des Tages. Wir haben übrigens hier diesen Double Drop Rate Buff. Erste Aktion des Tages deswegen. Holy Dragon. Die Oris, Moons und Co. sind einfach zu gut. Und auch die Perien sind halt wirklich geil. Das ist schon. Das ist wichtig. Ja, das 70 KP haben nicht wirklich große Power-Ups so an. So. Okay, einmal. Was haben wir. Warum ist das eine große Lücke? The fuck? Sprint haben wir, glaube ich, an, oder? Genau, haben wir an. Love Chocolate, Feed das an, das. Haben wir auch an. Das noch anmachen, okay. SCA End. Kann man auch reinhauen. Das ist an. Fly for Fun ist an. Superstar Candy. 87 KHP. Das ist auch an. Gingerbread ist an. Ich glaube, ich mache sogar mal noch einen Eel an. Sicher. Haben wir sonst noch? Genau, das haben wir alles an. An. Okay, passt. So, lagern wir das mal schnell ein. Der Schaden ist ganz okay, würde ich sagen. 31k Attack. Kann man machen. 186% Spell Rate. Passt eigentlich auch. Okay, sonst noch irgendwas? Nee, ich glaube, ansonsten bin ich relativ zufrieden momentan. Die Kette kann auch weg, merke ich gerade. Genau, hier habe ich immer noch nicht weiter geupt. Ja, ich spiele momentan zu wenig. Das ist das Problem. Umhang müssen wir unbedingt leveln. Der erhält nur noch 8 Tage. Ah, fuck. Das wird ein großes Ding. So, was haben wir hier gedroppt? Superstar Candy. Ja, warte mal, war da irgendwas Brauchbares dabei? Drink Chips. Oris haben wir gedroppt. Naja. 6,6k Oris momentan. Ich meine, wir könnten halt auch. Ah, oder nee, eigentlich, ich will halt die Waffe nicht mehr upen, weil sie macht halt eigentlich keinen Sinn in meinen Augen. Oder? Macht das irgendeinen Sinn? Lass mal schnell nachschauen. Keine Wand. Nice. Bloody Dragon. Ich glaube, das ist doch auch dann Wand, oder? Stuff. The fuck? Bloody Stuff. Okay, Bloody Dragon Stuff. Sieht jetzt nicht so aus, als wäre hier irgendwie was Brauchbares drin. Alter, eine 93% Axt. Für 25p. 94% sogar hier. Für 20p. Alter. Gut, ich habe 49p, das ist fair. Das ist ein fairer Preis. Habe ich gerade 9 Pink Macarons gedroppt? So, Moon Summer Fast. Okay, schauen wir kurz auf die 2 Werte. Vielleicht droppen wir ein paar davon. Knapp 4000 Moons und 6667 Oris. Bin gespannt. Boah, nett. Season Pass Level Up. Geil. Please. Oh Gott. Ah, Ding ist abgelaufen. Ja, perfekt.
Okay, dann kann man eigentlich direkt weiter Richtung Crimson Cave. 4 Runs haben wir gemacht. 4-mal nichts gedroppt. Gut, dann gehen wir da rein. Ich hoffe nur, dass die HP reichen. Es sind schon ein bisschen weniger aktuell, aber naja. Könnte, müsste, sollte reichen. Anarchie-Buffs. So, einmal Glorious Tank. Rein da. Wait, waren die schon an? Alter, warum buggt das denn hier so rum? Hä? Warum sehe ich die Buffs nicht? Ich lasse es bleiben. Ich bin einfach happy mit dem, was ich habe. Ich kann es gar nicht ganz nachvollziehen, warum es so ist, wie es ist. Aber vielleicht gibt es irgendeinen Grund. Warum gibt es hier einfach mal 2 Lücken drin? What the fuck? Ach, warte mal, Dungeon, glaube ich, skaliert er gar nicht, oder? Das heißt, vielleicht macht er sogar ein bisschen weniger Schaden, wenn ich jetzt ein Level höher bin, durch den GW heute. So, mal schnell alles killen da. Okay, und weg mit dir. 1,6 Millionen Damage. Warum verlieren wir schon wieder Attack? Ey, ich check's nicht. Warum zur Hölle? Also gibt's halt keinen Sinn irgendwie. Alter, was wir ein Superstar kennen, die so einen Code droppen, ist echt krass. Das sind so Dinge, die sind bestimmt eh nicht handelbar, also weg damit. Haben wir sonst da irgendwas da? Ich merke gerade, unser Pad müssten wir auch mal auf 75 anbringen. Ich finde immer so, 13578 auf 13579 zu bringen, das ist halt immer so lame irgendwie. Also es bringt halt erstens mal fast nichts. Das ist das Erste. Und zweitens, es dauert ewig, es kostet Unmengen und ich finde die 13578 bringt einfach zu viel, als dass es sich lohnen würde, halt irgendwie was anderes zu machen. Ich überlege übrigens gerade auch, was ich, also wofür ich den Rest nutze. Oder, ich habe mehrere Optionen, ich kann ja auch dann offline gehen danach. Dann morgen früh, offscreen. Hier nochmal einen Dungeon farmen. Ich muss nicht jeden Run aufnehmen davon. Ich werde eh was droppen, wenn ich nicht aufnehme. Es ist immer so. Ja, ich versuche natürlich jetzt hier mal aufzunehmen, damit ich halt eben einen Drops einfangen kann. Solange ich aufnehme, droppe ich nichts. Sobald ich aufhöre aufzunehmen, boom, kommen die Drops rein. 900k AOE Damage. Das ist krass. So, und weg mit dem Vieh. Kann ich noch irgendwas dezimieren? Ach so, wie shit im Inventar. Ja, hier, die ganzen Questies mal abgeben und so. Dust Cave, die anderen Sachen kann ich mir irgendwo einlagern wahrscheinlich. Hier habe ich auch mehr und mehr Platz, ist auch gut. Das Ding kann weg. Das weiß ich nicht, ob ich das überhaupt noch nutzen kann. Wahrscheinlich nicht. Ja, das Food hier ist eigentlich auch lame, oder? 20k. Kann man eigentlich weghauen, oder? Oder was denkt ihr? Ich bin nicht ganz sicher. Achso, ein Lightning hat 7%. Klar. Ich meine, why not? Warum sollte ich halt keinen Lightning Cut 7% hier droppen? Die kleinen Obstfliegen, man geht doch weg. Auch beim Aufnehmen. Das Einzige, was beim Aufnehmen kommt, sind zwar keine Drops, aber dafür Obstfliegen. Die wollen wir Schokolade haben, glaube ich. Mistviecher. Ja, ein bisschen was kann ich damit noch ausmisten. Die Dinger haben auch keinen Wert, kann weg. Die Dinger, die 3 da, scheiß drauf. Okay. Jetzt bist du schon mal besser, oder?
Die ganzen Element-Card-Dinge da, die verkaufe ich, glaube ich, auch mal irgendwie. Wedding-Set. Ich meine, schaut ganz cool aus eigentlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kann ich sterben am besten? Ach, ihr Mistvieh, jetzt haust du endlich ab. Och Mann, komm, jetzt stirbst du doch. Okay, endlich. Ich habe schon überlegt, könnte ganz gut passen zum Starkeeper. Ich habe allerdings noch das andere Set hier, dieses hier. Finde ich auch sehr geil. Am geilsten finde ich aber das Kolosseum-Set. Ist halt wirklich episch. Ja, ist halt sehr dunkel gewissermaßen. Ich weiß nicht, ob ich es haben will. Keine Ahnung. Was haben wir noch hier? Event-Token, kein Plan. Wovon, wofür? Gibt keinen Sinn. Gut, die Dinger könnte ich mal nutzen. Naja. Beats könnte ich auch mal aussortieren. Questies habe ich schon erwähnt. Armor of Get, ja, können wir wegspenden hier. Genau. Jetzt wird es einigermaßen leer hier. Einigermaßen. Pet Feed könnte ich auch mal raushauen. Hier von, keine Ahnung. Weg damit. Pet Awakes, glaube ich, habe ich auch schon gemacht, oder? Gut, 4 End, nicht 7 End. Können wir noch verbessern. Ja, genau. Naja, zumindest haben wir die Hälfte morgen wieder frei. Ist auch mal ganz angenehm. Und wieder 500 Mobs killen. Boom, boom, boom. Und weg damit. Das ist das Beste einfach. Stell mir vor, gäbe es einen Respawn oder so. Einfach hier drin leveln. Warum wäre ich schon gestunt? Nee, ich meine, warum verliere ich schon HP? Hä? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Verstehe ich nicht. Ich mache 1,2 Millionen Damage an dem Ding? What? Hab mal Wind gegen... Das ist, glaube ich, Wind, oder? War es Wind oder Erde? Life Elemente. Kurz mal googeln. So, da haben wir nur die alten Elemente. Warum haben wir hier nur die alten Elemente? Fly Fandom müsste man auch wieder aktualisieren. So, genau. Das ist Earth, wir haben Wind. Wie war das gleich nochmal? Wind war gegen Feuer, Erde war gegen Wind. Oder? Ich glaube schon. Verdammt. Das heißt, ich habe gerade die Arschkarte gezogen, effektiv. Nicht so praktisch. Was habe ich da noch für ein Stuff rumliegen? Tank. Ach Gott, Tankset. So viel Scheiße, effektiv. Sagt DPS, knapp 2 Millionen DPS, das ist gut. Ziehen wir auch gleich mal dann diesen Buff dafür, oder? Haben wir schon einen anderen Buff? Den haben wir, glaube ich, nicht, oder? Wir haben keinen anderen Buff, lol. Und trotzdem sieht es einigermaßen gut aus. Na komm. Wenn man drauf schaut, gehen die HP wirklich schnell runter. Und die 2 Millionen DPS sind halt schon echt krass eigentlich. Also wenn man sich immer so drüber Gedanken macht, so 2 Millionen sind halt schon echt, sind schon ziemlich gut. Gut, dieses Gestunner und so ist halt immer das andere Problem, aber naja. Aber es ist zufriedenstellend. Es fühlt sich halt eigentlich ziemlich gut an, so in einer Sekunde halt 2 Mio abzuziehen. Schon geil. Ich hoffe, dass der mich nicht killt oder so. Das wäre jetzt gerade echt ein bisschen ungünstig. Ich weiß nicht schon wieder, wohin schon wieder meine 2K, 4K HP hin sind. Die waren gerade noch da, jetzt sind die einfach weg. Gut, wenn ich den einmal kill, dann habe ich den Buff von dem, dann bin ich auch wieder strong, aber. Mal schauen. Oha, 76K macht er, okay. Nichts gedroppt oder was? Mann, es ist doch mies, oder? Warum droppt
bin ich gerade schocken. Warum droppt dieses Vieh dann eigentlich nichts? Das gibt es doch nicht. Das kann doch echt nicht sein, oder? Ich muss doch irgendwann mal irgendwas droppen. Oh, XP, nice. Also, ich meine, es ist mal logisch betrachtet, ja. Die Droprate kann ich mal gar nicht mal so schlecht sein eigentlich. Also, es wird ja wieder Stuff angeboten und so in den Shops. Das heißt, es muss, jetzt habe ich wieder 5 KP mehr als mein Boss gerade eben. Hä? Alter. Irgendwas packt hier rum. Und das ist nicht das erste Mal, auch nicht das letzte Mal. Naja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte war, wir haben jetzt 5 Runs gemacht und wir hatten eigentlich immer oder fast immer irgendeine Art von Dropskill. Aber es tut sich einfach gar nichts. Ich meine, ich wollte gerade sagen, die ohne den GW-Drop-Buff, die droppen mir noch weniger, aber weniger als das 0 geht da nicht. Die Hälfte von 0 ist leider auch 0. Ich glaube, ich bin halt echt unlucky oder so. Aber gut, ich meine, so kommt zumindest der Handel ein bisschen in Schwung. Das ist halt auch ganz gut. Deswegen will ich mich gar nicht drüber beschweren. Ganz im Gegenteil, ich finde es eigentlich... Ich will nicht sagen, ich finde es gut. Aber ich finde es... Ja, irgendwie, eigentlich schon gut, gewissermaßen. Gewissermaßen finde ich schon gut. So, na jetzt komm. Einmal weg mit dir. Ich finde es auch zu krass, dass man hier 100 Pieces von braucht für eine Karte. Das hat so übertrieben irgendwie. Also noch einmal 115 KP. Was haben wir aktuell? Ein Int und Attack und so. 30,7. Fast 1000 Int. Fast 1000 Int, obwohl wir noch 100 STR gestartet haben. Schon geil. Schon echt nice. So, einmal weg damit. Und weg mit dem. Okay. Kommen hier wieder irgendwelche Nachzügler und so, ist natürlich auch klar, wie immer. Mensch, welcher Dungeon macht einen Sinn hier mit dem Dropskill zu farmen? Ich weiß halt nicht, also ich glaube halt... Ich glaube, die meisten machen keinen Sinn, oder? Also, Dust Cave könnte Sinn machen. Oder? Ich weiß es halt nicht genau. So ganz genau weiß ich es echt nicht. Es könnte schon sein, aber... Also sicher weiß ich es halt nicht. Sicher weiß ich es echt nicht. So, dann ab zum dritten Boss. Mensch, das Ding soll mir jetzt einfach eine scheiße One droppen und da bin ich happy. Das ist echt nervig, also... Ich meine, gut, wir haben jetzt 3 Tage rum und so, ist halt noch ist es halt okay. Das Ding ist halt, ich denke halt so im Hintergrund so ein bisschen, okay, 3 Tage, keine Waffe. Die Chance, dass die richtige Waffe drop, ist 1 zu 12. 1 zu 10 oder 1 zu 12? 1 zu 12, glaube ich, ist es. 1 zu 12, ja. Und so gesehen ist es natürlich dann schon ein bisschen kritisch. Tja, jetzt haben wir eben gerade so die Problematik. Also gut, man droppt hier für seine eigene Klasse ein bisschen mehr. Beziehungsweise tendenziell droppt man eher die Sachen für sich selbst. Als für andere. Aber naja.
Na komm. Kann das Ding jetzt einfach down gehen oder so? Ey, Ding ist immer so nervig, bis die immer sterben und so. Die heilen sich erstmal 10-mal. Aber gut. Ah, Mann, ey. Das Leben ist eine Nase. So, also wir haben noch 115 HP. Jetzt muss ich mal ganz genau darauf achten, ob jetzt gleich die HP runtergehen oder halt eben gleich bleiben. Wäre jetzt mir echt mal sehr spannend. Wäre echt spannend. Nein, was machen die denn da? The fuck? Da waren die ja noch nie. Na, okay. So, und weg damit. Perfekt. Ich kann eigentlich erstmal die ersten Sekunden komplett weg durchhauen. Ja, Stun, Taunt, alles her. Nice. Jetzt kommen wir den Nachzügler. Okay, jetzt haben wir die 100 Mobs auch geknackt. Das ist auch gut. Man muss dazu sagen, wir haben ja jeden Bonus, den wir gerade aktuell haben können. Ich meine, klar, wir könnten uns halt noch auf einen Drop-Bonus warten und hoffen und so. Das wäre auch noch eine Idee, ja. Aber andererseits ist das halt auch jetzt nicht so geil. Ich meine, sind wir auch wieder ewig beschäftigt mit. Also müssen wir ewig wieder warten. Und jetzt ist auch schon relativ spät, das heißt, heute geht's eh nicht mehr. Und die Runs schmeiße ich heute halt nicht in die Tonne. Ich meine, zumindest eine theoretische kleine Dropshot ist ja besser als gar keine. Und naja, ich glaube, so viel bringt das Ganze dann auch nicht. Na komm. Die PS ist gerade ein bisschen niedriger. Achso, wahrscheinlich halt wegen den AOEs und so. Ja, deswegen, daran glaube ich liegt's. Aber genau, es steigt schon wieder 184, 185, 186. Und die HP des Bosses steigen auch wieder. Perfekt. Das ist ja genau, das ist ja toll. Das ist richtig toll. Oh hey, die DPS steigt. Nee, ich muss glaube ich echt weiter leveln. Hier irgendwie zu warten und zu bleiben und so macht eigentlich eh gar keinen Sinn. Und auch allgemein, nee. Das bringt ja alles nichts. Ich muss weitermachen. Strength Rank 60, 70, 80, so. Da muss ich hin. Na komm, letzten 73 Müller. Nicht mehr lang. Ich komm schon den Kleinen hier weg, bevor der uns irgendwie weghaut oder so. Man weiß es nie. Die dümmsten Sachen killen einen in der schlimmsten Situation dann. Oder in der kritischsten Situation, sagen wir so. Nee. Nice try. Oh! What the fuck? Dieses Game trollt doch echt nur rein, oder? Ah, die Rolls sind nicht gut. Oh, die Rolls sind Müll. Ich stell's in den Shop rein. Ja. Naja. Ich meine, nice to have. Aber es bringt uns halt leider gar nichts. So, dann brauchen wir den hier. Dann brauchen wir Offline-Vendor. Edit. Oh, das Ding ist fast leer. Lol. Die Dinger reduzieren wir mal schnell auf 100 Mille. Ja. Einmal 100, dann haben wir noch einen
Bloody Dragon. Oh Gott, Bloody Dragon Stick. Nur einen? Ist die gut. Das heißt, ich kann ihn für 5 Perien. Bloody Dragon. Oh Gott, One-Handed Axed. Die Dinge sind tatsächlich ein bisschen was wert. Also ein viel besser gerollt als meine. Ich hatte sogar keinen Bock, die erneut zu rollen, deswegen machen wir irgendwie so 15 oder so. Naja. Okay. Drei Truhen noch schnell aufmachen. Ja, wow. Ein Stück Schokolade. Geil. Hab ich auch gerade vor mir liegen. Aber meins kommt nicht aus der Schatztruhe raus. So dramatisch war es bei mir nicht. So, noch schnell Daily Dungeon. Wie lange haben wir hier? 26 Minuten. Das geht noch. Es bringt uns zwar eigentlich eh nichts und so, aber naja. Wobei, ist es gerade schlau, was ich mache? Eigentlich nicht, oder? Ich finde, Daily Dungeon ist auch so schlecht geworden irgendwie. Also man droppt dann auch kaum noch irgendwie diese Boxen, die man damals down gedroppt hat. Und auch mit Dropskills und so weiter kommt irgendwie gar nichts mehr rum. Ist echt mies geworden gefühlt. Es farmt irgendwie auch keiner mehr. Und ich verstehe es halt auch, warum so. Ich meine, okay, Vorwurf-Effekt, hier kommt eine Ulti-Waffe raus. Aber es kommt halt irgendwie, weiß nicht, hier ist nichts mehr, was man irgendwie bräuchte oder so. Also einen aktuellen Meta. So, wofür halt? Why? Warum sollte man diesen Dungeon farmen? Macht ja keinen Sinn irgendwie. Naja. Millionen und machen kaum Damage. Perfekt. Das läuft ja gut. Startet schon mal perfekt. So muss das. Und weg mit dir. Ich meine, ihr seht, wir droppen durch den Dropskill halt so viel Zeug. Zumindest in der Theorie, aber in der Praxis muss man sagen, das Zeug, was wir halt kriegen, ist halt nichts wert. Es ist Trash. Wirklich effektiv Trash. Zum einen. Und zum anderen, die Zeit ist halt eigentlich auch nicht wert. Ist echt schade irgendwie. Genau. Ja, nee, ich glaube, ich jetzt ein Offline, das glaube ich passt schon. Fürs Erste ist es okay. Ich musste mal versuchen, die nächsten Tage ein bisschen mehr zu farmen, ein bisschen mehr online zu sein, zu leveln. Das ist dann wichtig. Und 40er Lootbox. Zweimal. Oh, da waren Haufen Dragon Chips drin. 1000 Stück oder so. Okay, das hat sich gelohnt. Das hat sich schon sehr gelohnt sogar. Das ist nice. Sogar richtig nice. Dragon Chips braucht man nicht wirklich dauernd. Haben sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht mehr, oder? Nope, nichts mehr einzulagern. Okay. Naja, ist okay. So, noch schnell diesen komischen Lizard-Ding herkillen. Das Ding ist auch useless effektiv. Hitrate, the fuck. Kritrate, weg damit. Warum stacken die auch wieder nicht? Mann. Okay. Kann man auch mal einen Stack weghauen. So. Genau. Und letzten 11 Millionen. Und weg mit dir. Na komm. Wow. Okay, einige 150er Boxen. Müll. Na, Shining Ore sind okay.
glaube ich, 15 Stück. Das ist okay. Na gut, in dem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.